dass wir jetzt hier an der Seite sitzen, weil ich nämlich ein Licht habe. Und das geht dann hier an der Bühne los. Dieses zum Beispiel, das finde ich ganz toll, das ist eine Postkarte. Das hat hier Kilian, der hat das abfotografiert. Und du behauptest doch, dass die nur in Postkarten, so wie sie gezeichnet ist, dass die noch gar nicht, das ist eine Postkarte etwa von 1890, so schätze ich mal. Es waren die ersten Postkarten und die sind handgezeichnet. Und da sieht man ja hier sieht man die eine Schule, hier sieht man die Kirche hinten rausgucken und das war das Pastorat. Das hatte hinten einen Anbau, wo auch mein Vater als Friedhofsverwalter sein Büro hatte. Und dann geht es hier die Straße runter in die Stadt. Das ist die Kollaufstraße hier. Und da waren hier noch Gebäude. Das war unser, irgendwo steht hier ein großer Schornstein, der ist hier nicht gezeichnet. Das ist Darms, das Haus Darms. Hier ist ja einer aus der Familie. Nicht? Und hier geht es dann die. Und das ist also ein, und hier in der Mitte, das war der Mittelpunkt, das war die Friedenseiche und dann dieses Denkmal von über den Krieg 1870-71. Und das ist da, habe ich gleich ein Foto noch von, das ist eines der ältesten Fotos, wo dieses eingeweiht wurde mit ganz Niendorf steht rundherum. Das ist solche alten Fotos gab es auch und das sehen wir dann nachher. Also ich finde, Herwin das überarbeitet hat technisch, sondern auch Manfred Meyer hat den im PowerPoint gemacht. Das heißt, man hat jetzt drei Bilder nebeneinander, was sonst Einzelbilder waren. Ich habe ja Dias gemacht. Links ist der Lehrer Max Müller. Der war in der Schule am Marktplatz. Und der ist schon so in den Anfang 30er Jahren angefangen, Bilder zu machen. Weiter, und dann sehen wir hier. Ja, das sind jetzt die Kirchenbilder. Da fragt man sich, wenn man das sieht, wieso hat einer das so fotografiert? Und da muss ich sagen, da danke ich Herrn Harfs, einem Gärtner hier. Die haben nämlich um die Kirche rum die Bäume beschnitten. Und von dem, ich glaube, am nächsten Bild sehen wir das. Aber hier nochmal kurz, da drüben ist rechts das Kathedral.